Man, als ob die mir hier ein Ding da. Ich hab sogar instant gelootet, ich hab gar nicht gesehen, was es ist. Okay, ich glaube die Krabbe und der Fisch, die spawnen immer. Weil die einfach so sind, alle safe da sind, dafür Mobility einen down. Damit man die so gesehen immer reviven kann. Das heißt, ich kann sie so oft töten, wie ich will. Die bleiben halt einfach trotzdem da. Und das heißt, wir gehen zu Moby Dick. Ach, da ist der Safe Point. So, Moby. Mannschaft bei der Geistversalz. Aber wenn so klar ist, er einen kompletten Namen hat. Erneut zur Ruhe. Das Ende naht. Blitze! Das schaut schon cool aus, aber... Fokus, Fokus, nach Ladibus! Hey, wo bist du hin? Ja, die Shotgun ist gar nicht so schlecht. So, er ist down. Er muss den Kern ein Stück verschluckt haben. Genau das Teil, das wir brauchen. Okay. Wo ist er da? Hol die magische Kern. Ein Berserker-Grabspross. Oh, kritische Zaubertrefferchance. Oh Mann. Das hat meine aktuelle auch. Also von dem her. Oh, da liegt Leben. Man kann das Leben auffüllen, Zaubern auffüllen, oh, Schild. Mir ist die Zauberkraft ausgegangen. Jawohl. So, jetzt habe ich ein Schild. Der Zusammenbau eines Homunculus erfordert jahrelange Arcane-Ausbildung. Präzise Handwerkskunst. Aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Klatsch den Schnabel dran. Gib uns den polymagischen Kern. Ach, und er ist jetzt hier vorne. Da ist sie! Okay, das ist Polly. Warte auf weitere Komponenten! Schön, wie sie mich auch anschaut. Will Polly einen Keks? Polly, du bist das wirklich! Ich hab dich vermisst, mein treuer Homunculus! Bist du bereit, dich erneut meiner Mannschaft anzuschließen? Polly ist zurück von den Toten! Yay! Was nützt uns dieser Vogel? Polly ist mein Navigator. Wenn wir LeChans angreifen und das nördliche Tor öffnen wollen, brauchen wir die Hilfe meiner alten Mannschaft. Finde sie, Polly! Spüre sie auf! Spüre sie auf! Chartreuse LeChans ist nicht nur ein mächtiger Pirat. Man kann ihn nicht töten. Aha. Auf seiner Mannschaft liegt ein seltener Fluch, genannt Anschlagrüstung. Ich kenne ihn gut, denn er lastet auch auf mir. Wir brauchen mehr als Waffen und Schiffe, um ihn zu besiegen. Okay. Da lang, wo bist du? Polly? Ah, da vorne, Polly. Okay. Jetzt ist die Frage, folge ich Polly weiter oder gehe ich hier hinter zu den Quests? Ich glaube, hier hoch gehen wir jetzt gleich mal. Wir folgen mal Polly. Wir müssen irgendwann LeChans halt töten und davor kann ich dann immer noch die Sidequests machen. Mannschaft in Sicht! Mannschaft des ersten Mars. Ich geh mal hier lang. Piratenlundenzünder. Macht euch dünn! Das ist ja auch nur ein Gebiet, aber eventuell muss ich das machen. Kriegt
Ei, das ist mein erster Mann und seine Kumpanen. Sie hören die erste, wenn du eine Schlägerei mit ihnen angefangen hast. Fordere ihn zum Duell. Sollen wir uns gegenseitig umbringen? Das wäre doch witzig. Hört ihr das? Da ist jemand auf einen Kampf aus. Leute, ich mache platt. Das wäre kein fairer Kampf für dich. Wir haben die Anschlagrüstung. Und meine Grogtasse ist immer noch voll mit alkoholfreiem Gebräu. Alkoholfrei? Gut. Wie bringen wir ihn dazu zu kämpfen? Ganz einfach. Piratenregel 27b. Verschütteter Grog muss gerecht werden. Mach seine Tasse kaputt. Du hast gegen Piratenregel 27b verstoßen. Das ist ein gravierender Bruch der Etikette. Schon mal gegen einen Seemann gekämpft? Das ist genau, was ich im Sinn habe. Warum sollte ich? Du kämpfst bestimmt wie ein Milchsauer. Warum schnappen wir nach Luft? Weil wir gerade herausgefordert wurden zu einem Duell der Beleidigungen. So machen Piraten das. Du musst ihn mit der schärfsten, gemeinsten Erwiderung treffen, die ihm 20 Jahre später noch Albträume bereitet. Oder du verlierst das Duell. Wir brauchen Optionen. Lies Valentine's Beleidigung, lies Freds Beleidigung, lies die Beleidigung des Neulings. Okay, aber das steht auf jedem komplett dasselbe drauf. Komm, ich lese Freds Beleidigung. Früher hießen die Sprungolin, bevor deine Mama drauf sprang. Niemand redet so über Deborah Schoko. Dich lass ich gehen holen. Gleich wird es hässlich. Also ich kann hier einfach im Nahkampf wegkloppen. Also wirklich. Ach komm, Leute. Ene mene toll, die Waffe ist jetzt voll. Au, au, Bones, du alter Narr. Du sagtest, die Anschlagrüstung würde uns schützen. Hey, hey, es reicht. Oh, Danny Schotbrot. Nur weil du dich stirbst, heißt das nicht, dass es nicht wehtut. Jetzt macht wieder bei meiner Mannschaft mit und helft uns, Schatröse eine Chance zu besiegen. Hurra! Jetzt müssen wir nur noch ein paar Crewmitglieder finden. Und ich weiß auch schon wo. Polly, setz Kurs auf Port Plünder. Okay. Plünder! Port Plünder! Ja! Da ist noch ein Glas, ich will trinken. Ich will trinken, aber ich werde das einfach nur kaputt machen. Nö, nicht mal. Nach Port Plünder. Achso, es ist direkt hier oben. Ja, okay, machen wir das jetzt auch. Ich hätte die Shotgun eben nehmen können. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist so feucht. Machst du dieses Rätsel, oder? Ach, hier ist ein Runenrätsel, okay. Fürchte den Sturm! Au! Warum stromst du? Hier kommt der Spielverderber! Die Auslöschung beginnt! Au, au, au. Was hält er mich da schon wieder? Gift von der Krabbe. Kiste. Ich habe wieder Saft. Ja, wie geil, dass da die Fische rausfallen. Funktioniert Gesamtschaden. Guck mal, hier wird Blitzschaden plus. Das muss ich ja fast anlegen gleich direkt. So.
So, die Waffen, die kommen halt direkt wieder weg, so die ganzen, die wir hier auf 353 mit Blitz. Na, mit jedem Treffer der kritische Trefferchance im Nahkampf um 8,4%. Alter, das ist schon heftig, das Claymore der Betäubung. Wenn wir jetzt mal vergleichen mit meiner Feenklinge, Todesfeekralle, also Damage hat fast doppelt so viel, Angriffsgeschwindigkeit ist höher. Crit-Chance ein bisschen niedriger, weil die stackt sich halt hoch über die Wüten. Und der Schaden ist gleich. Der Blitzschaden ist auch deutlich höher als der Dingschaden von der Todesfeekralle. Boah, komm. Ich benutze mal das Claymore. Und wir haben eine neue Amulette. Du bist Kilomant, du bist weg. Aber du bist hier Blitzschaden, Zauberschuss. Verursachter Gesamtschaden, ich meine, es andere nur Action Skalaktungzeit und Dunkelmagie-Effizienz. Die Dunkelmagie macht immer noch hier meinen Begleiter, also von dem her. Du bist safe, ja, du bist einfach grün, du bist kein Stern. So, du bist raus. Noch irgendwas Neues, du bist der Grabfrost, weg. 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 Du bist schon bekannt, schade. Krebs, Purpur, Metallisch, okay. Aber hier Chromviolett haben wir noch. Chromviolett hört sich auch interessant an. Kurz schauen, du hast einen Stern hier. Oh, das ist eine Schriftrolle. Der Krieg der Krabben. Ich habe alle getötet, die mir im Weg standen. Ich habe meine Scheren mit den Eingeweiden meiner toten Feinde geschmückt. Mein neu erlangtes Bewusstsein dürstete nach Eroberung. Nach dem Wissen, dass andere mich, Cella, die Unbändige, fürchten. Doch dann stieß ich auf einen neuen Gegner, den ich nicht mit Scheren erobern konnte. Ihr Name war Merus, die Barmherzige. Die wunderschönste Krabbe, die meine Augen je erblickten. Und ich verliebte mich in sie. Ah ja. Ach so, da unten habe ich gegen Moby Dick gekämpft. Da geht es dann rüber. Ich schau mal kurz, wo das Rätsel mich hinbringt. Zang, zang. Eins, zwei, wo ist der dritte? Ja, okay, aber ich muss da rüber. Der Port Plünder. Bevor der Ozean gesprengt wurde, war Port Plünder eine kleine Piratenstadtinsel. Vom Meeresgrund aus betrachtet, ist sie ein hoher Turm, der erklommen werden will. Eine ganze Piratenstadt? Finde ich super. Wieso stehst du so auf Piraten? Sie sind so frei. Sie segeln mit ihren Schiffen von Hafen zu Hafen, müssen sich vor niemandem rechtfertigen und streben einfach nach Reichtum und berüchtigt sein. Machen wir das nicht auch? Nur im All? Piraten. Wow. Jetzt dreht er völlig durch. Ich wollte die auch sagen, jetzt volle dreht er durch. Jo, das Rätsel schaffe ich auf jeden Fall nicht. Ach, da hinten ist der letzte dann. Oder? Schlecht in Form. Das schreit nach Verwüstung! Ich fang gerade erst an. Seine Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt. Wie kannst du es wagen? Mein Blitzschaden ist auch noch erhöht dadurch. Das Amulett. Schützen. Badass Piratenkapitän, okay. Was geht mit dir ab? Bam! Ich hab Bling gehört. Der Bonk hier der Bling gewesen, wahrscheinlich. Schade. Oh. Kenne deine Höhle, du mir ein Seemannslied vorsingen.
Kanonenschmierer ist auch da und so. What? Mein Gott, was war das? Ja, alles easy, weil es ein Blomp. Nein! Jetzt gehen wir in, ja, und hier muss ich die komplette Festung jetzt hoch. Wahrscheinlich sind doch hier mehr so das hier das Endkampfgebiet. So, weil es schaut ja so arenamäßig aus, so ein bisschen. Für den Final Fight. Weiß nicht, wo wir die drei Missionen dann hinführen. Aber schauen wir mal. Was ich jetzt auch schaue, ist aber... Ich mach gleich das Rätsel. Scheiß auf Gegner. Halt mal, ich muss kurz Schild auffüllen. Komm. Zwei Aufladungen mit einem Zauber. Ich kann es kaum abwarten, irgendwas zu zaubern. Fällt von oben! Kann auch kein Glück geben. Jetzt hat zweimal aufgeladen. So, dann starten wir mal und jetzt geht's. Aber muss ich da hoch als erstes? Ne, ich muss dahinter als erstes, oder? Ja. Oh Gott. Wir töten dich und rauben dich aus! So, da ist der zweite. Naja, ihr raubt mich aus, schon recht. Der dritte ist da oben. Okay, schaut sehr eindeutig aus, wo ich hin muss. Na, komm. Jawohl, geschafft. Aber der Loot fällt halt jetzt alles runter. Jetzt ist tot. Jetzt gleich. Und der Übeltäter? Tja, es war der Neuling. Aber schau mal, was hier unten ist. Kisten! Okay, okay. Ist es nicht so geil, der Loot? Nee, überhaupt nicht. So, Mappe. Aber wir haben das Rätsel durch. Der hat sogar 298 Damage, auch wüten. Ist aber halt schwer, auch kein Elementar-Damage drauf, so wie Miss Claymore hier. So, du bist auch neu, du kommst weg. Emote, Schwertkampf, okay. Hört sich cool an. So, wo muss ich eigentlich hin jetzt? Hier hoch? Hier hoch. Magisches Magazin. Okay. Okay, was sind diese Blobs? Auf nach oben. Warte mal, ich muss. Gibt mir Port Plünder. Warum muss ich dann nach unten? Bin ich falsch? Muss ich gar nicht hier hoch? Ich habe safe gehört. Okay, und hier kann ich dann später wegporten. Ist das hier nicht Port Plünder? Ah, doch. Port Plünder. Man kann das Diebestum riechen. Zumindest mit fleischigen Nasenlöchern. Der Rest meiner Mannschaft muss hier irgendwo sein. Ja. Wir nehmen alle Männer, komm zu uns Piraten. Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle Männer, komm zu uns Piraten. Polly, das ist Schwabbi. Ich finde, das liegt gut. Gut, gut. Dein Ende kommt mir gerade recht.
Zauberpatron! Chucky! Oh fuck. Schnell Schild auffüllen. Brenne. Deine Verstörungstricks machen mir kaputt. Magie wurde soeben wieder auf die Karte gesetzt. Was ist das? Auklob? Oh, wow. Würfel! Würfel auf Stauber! Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Wir nehmen alle Männer. Kommt zu uns, Piraten. Da oben ist ein Hebel. Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle. Da oben ist ein Hebel. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wieder hoch. Wir brauchen Piraten. Wir nehmen alle Männer. Nein, ich komme nicht hoch. Pirat, der ist abgesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Ja, blöd. Das ist ein Geschütz. Jetzt geht's rund. Okay, aus, oder? Bist du aus? Okay, es war nicht so schlau, dass ich es aktiviert habe. Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen. Jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Wir. Mehr Mannschaft in Sicht. Schwabbi und der Schiffsjunge. Gasse, es ist Polly. Sie lebt. Und sie hat neue Rekruten für uns. Segelt über die offene Luft mit dem großen Piraten Letran, dem neuen Luftschiff Windbrecher. Jeder was? Ist willkommen. Ich gehöre bereits zur Mannschaft von Bones Threewoods. Bones Threewood? Dank ihm sehen der Schiffsjunge und ich so aus. Wir schließen uns euch nicht an. Letran ist jetzt unser Kapitän. Also verpisst euch hier. Das hört sich an, als ob ich gegen euch kämpfen muss. Sing weiter. Hey, ein Pirat, der ist Sie haben sich mit Letran zusammengetan? Meuternde Seebären! Mannschaft, reizt sie vom Kampf! Piratenregel 81d. Bringt jemand deinen Ballon zum Platzen, ist er des Todes. Was? Du kannst tatsächlich lesen? Ein Pirat, der ist abgesoffen. Want booty! Have a sword! All men wanted! Wir nehmen alle Männer, kommt zu uns, Piraten. Hey, ein Pirat, der ist abgesoffen, jetzt ist an Bord eine Stelle offen. Sollen wir auf eine Mannschaft hoffen? Wir brauchen Piraten. Okay, reicht. Wir nehmen alle Männer. Du hast doch nicht etwa gedacht, dass ich keine Munition mehr hätte, oder? Wir nehmen alle Männer, kommt zu uns, Piraten. Okay, und jetzt?